Meine Verehrung, Herr Direktor. Grüße Gott, Herr Vogel. Schönes Wetter heute. Weiß nicht, kein Kinowetter. Ja, bis Nachmittag regnet sicher. Ja, wenn der Pfarrer das Wetter macht, bestimmt nicht. Eine Schande ist das. Zusehen muss man. Helfen kann man nicht. Bitte hilf mir. Ich bin doch eigentlich dein Angestellter. Ich habe sie doch immer gut abgestaubt, die ganzen Heiligen. Diese gläubigen und braven Menschen hier in unserer Mitte sind unwiderlegbare Beispiele für die großartige Wundertätigkeit unserer heiligen Jungfrau. Wunder? Ja, was denn für Wunder? Na, unsere kleinen Hilfen. Aber Frau Zilli, warum sind Sie denn diesem Gerede nicht gleich von Anfang an entgegengetreten? Ja, aber ich habe mir gedacht, jetzt werden die Leute alle wieder in die Kirche kommen. Und sowas haben wir uns jeden Sonntag in der Kirche etwas vorpredigen lassen. Ja, solange der Pfarrer ist, betrete ich die Kirche nicht mehr. Sehr richtig. Sehr. Wie kommt man denn dazu? Sie halten sich zur Verfügung des Ordinariates. Ich kann jetzt noch keine Entscheidung treffen, was mit Ihnen zu geschehen hat. Wir gehen so lange nicht in die Kirche, bis der Pfarrer Stadler wieder da ist. Ehrlich, Gottes Willen. Aber ich zahle meine Kirchensteuer. Mit mir kann man sowas nicht machen. Aber du, ich hätte jetzt eine Möglichkeit. Ich brauche nur ein wenig Geld. Sei doch vernünftig. Selbst wenn ich wollte, woher sollte ich denn das Geld nehmen? Aber soviel ich weiß, ist doch ein ganz schöner Haufen in der Pfarrkasse. Du fliegst nach Teneriffa? Natürlich nur, wenn du es erlangst. Erlauben heißt zahlen, ja. Brauchst du viel? Warum? Ich gebe dir mein Sparbuch. Siehst du? Sie ist ja nicht mehr neugierig auf ihn. Recht hat sie. Die Lena braucht keinen, der mit einer anderen geht. Ich sag Ihnen, ein Wunder ist geschehen. Das interessiert mich nicht. Meine Abrechnung will ich haben. Du siehst es ja eben. Das halbe Geld ist weg. Ich weiß ganz genau, warum du kommst. Aber du irrst mich, mein Bruderherz. Das Geld gehört mir. Was für ein Geld? Mich würde nur interessieren, wie er das herausgekriegt hat, dass ich das Geld genommen habe. Das ist das Ende der Familie Stadler in St. Justin. Der Vater ein Säufer, der eine Sohn ein Defraudant und der zweite ein Dieb. Du darfst nicht traurig sein, Schäcker, gell? Ich komme vielleicht bald wieder. Glocken läuten überall. Ein ergreifender Film, der die Herzen bewegt. Eine wundervolle Geschichte aus der prächtigen Welt der Berge. Ein Reigen packender Schicksale. Naturaufnahmen von einmaliger Schönheit, köstlicher Humor, Spannung, Romantik und schöne Melodien. Mit Hans Holt, Anni Rosar, Oskar Sima, Paul Löwinger, Rolf Olsen, Christine Buchecker und Sigurd Rupp und Ewald Balser. Glocken läuten überall. Ein Film, den Sie nicht versäumen dürfen.